Es ist wirklich traurig, dass es nicht gelungen ist, gestern die Sondierungen erfolgreich abzuschließen, auf einen Weg zu kommen, dem Land eine gute Regierung zu stellen. Wir waren kurz vor dem Durchbruch zu wirklich guten Lösungen, die dem Land in einer schwierigen Zeit auch genutzt hätten. Wir haben Vereinbarungen abgeschlossen für die Familien, Entlastung und Förderung. Wir haben in einem über Jahre hinweg umstrittenen Bereich der Landwirtschaft Vereinbarungen getroffen. Wir waren auf einem guten Weg beim Klimaschutz und auch bei dem bis in die aktuelle Zeit hinein immer wieder umstrittenen Thema der Migrationspolitik vor einem wirklich guten Ergebnis. Wir waren in Sondierungen und da muss man akzeptieren, wenn ein Partner in den Sondierungen erklärt, dass er sich nicht in der Lage sieht, in eine Koalition einzutreten. Ich möchte die Gründe, warum das so war, nicht beurteilen. Aber es war doch überraschend, nachdem man zu guten Ergebnissen hätte kommen können. Und es war auch der FDP eine ganze Reihe von Punkten angeboten, die ihnen wichtig waren, den Grünen ebenfalls. Und so sind wir jetzt in einer Situation, die es in diesem Land noch nicht gegeben hat, dass wir aus den Fraktionen, die im Deutschen Bundestag sind, eine Regierung nicht bilden können. Ich habe gerade eben die Erklärungen von der Kollegin Nahles der SPD-Bundestagsfraktion gesehen und bin einigermaßen überrascht, zu sagen, Frau Merkel trägt die Verantwortung, eine Regierung zu bilden und sich selber dann zu verweigern. Ich finde, wer nicht bereit ist, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen, obwohl er bei einer Bundestagswahl angetreten ist, Verantwortung zu übernehmen, der sollte jetzt im Augenblick auch lieber schweigen. Es ist schade, dass dem so ist. Und deswegen kann ich nur auch die Vermutung äußern, dass wir auf dem Weg zu Neuwahlen sind, was die Menschen eigentlich gar nicht wollen. Und wir werden selbstverständlich die Gespräche noch führen, aber nach dem, was die SPD-Fraktion erklärt hat, widersetzt sie sich ausdrücklich dem Wunsch des Bundespräsidenten, hier in dieser Frage Verantwortung zu übernehmen. Gestern wurde eine Chance für die Menschen in unserem Land vertan.